Und da sind wir immer noch sternchensehenderweise zurück bei Simon the Sorcerer Teil 2. Und wir erwachen. Und, oh, hallo. Oh, Simon, na, du bist endlich wach. Hat sich irgendjemand die Nummer von dem Laster gemerkt? Wo zum Geier bin ich hier? Du bist in einem Verlies, unterhalb eines großen Schlosses. Ein kleiner Mann in einem blauen Gewand hat dich hier reingebracht. Das klingt aber nicht nach dem guten alten Zordi. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Scheint, als säßen wir hier fest. Wie wär's mit einer Runde, ich sehe was, was du nicht siehst? Willst du mich nicht zuerst losbinden? Aber nur, wenn du dafür in etwas Luftigeres schlüpfst. Bitte, Simon, bind mich los! Na gut, alles klar. Das ist schon ein Flegel. Warum krieg ich immer nur die Langweiligen ab? Okay. Eine extrem schwere Eisentür. Na, das ist aber eine Überraschung. Sie ist verschlossen. Wenn ich eine Haarnadel hätte, wäre sie im Handumdrehen offen. Nee. Oh, wie praktisch. Ach, gucke an. Und in 0, nichts habe ich diese Tür geöffnet. Das ist wirklich ein Kinderspiel, wenn man weiß, wie es geht. Gibt es ein Problem? Problem? Warum sollte es ein Problem geben? Gut Ding will eben ein wenig Weile haben. Warum machst du dich nicht so lange nützlich und gehst in die Küche? Endlich! Können wir fliehen? Wir? Du bleibst erstmal hier. Du hältst mich sonst nur auf. Aber ich dachte, du magst mich. Denken ist eben nicht jedermanns Sache. Tada! Keine Zeit für lange Erklärungen. Nimm das und verschwinde von hier. Beeil dich! Was muss ich damit tun? Wackele einfach mit den Ästen. Okay. Oh, es kommt nicht jeden Tag vor, dass einem so etwas passiert. Nun, wenigstens bin ich jetzt frei. Ich frage mich, was mit dem anderen Simon geschehen ist. So, Freunde, sorry, da sind wir wieder. Es war gerade ein Anruf und Türklingel und alles durcheinander und ja, jetzt sind wir aber wieder da. So, ja. Goblinwache, Becher. Können wir den Becher nehmen? Ich möchte keinen Goblinbecher. Warum nicht? Ja? Ups. Freund oder, hey, Snot. Was wir sagen immer? Nun, Freund oder, Feind? Aha, du geben es also zu. Ich es auch gehört. Tu nicht kommen hier herein. Aber ich... Wir nur folgen Befehle. Du verschwinden. Okay. Tschüss. Sonst war ja hier nichts, ne? Nein. Ach du liebe Zeit, wo bin ich denn jetzt hier? Goblinlager. Dunkler Wald. Vulkanrand. Einsame Hütte. Okay, fangen wir hier an. Nein. Ich frage mich ernsthaft, wie der jetzt nun wieder hierher kommt. Ja, allerdings. Hast du irgendetwas zu sagen? Hungrig, hä? Kann ich
nicht ein Vergrößerungsglas haben? Na. Blödfrosch. Okay. Junge, Junge, Junge. Was? Antiquitäten? Was ist das? Kann ich dir helfen, mein Freund? Nein! Hä? Wer hat das gesagt? Wir sind hier unten auf der Theke. Die Bör... Die kennen wir. Oh nein! Schon wieder diese dummen Holzwürmer. Ja! Suchst du etwa Ärger? Halt dich zurück, Rocky. Habt ihr gehört, wie er uns genannt hat? Dummer Holzwürmer hat er gesagt. Als ob er etwas Besseres wäre. Ich bin sicher, er hat es nicht so gemeint. Er wird gleich selbst dumm aus der Wäsche schauen, wenn ich mit ihm fertig bin. Er wird eine Woche lang seine Zähne zusammensuchen müssen. Entschuldigung, Jungs, ihr habt mich ehrlich überrascht. Auf Leute wie dich hat die Volksfront der Holzwürmer gerade noch gewartet. Alle Macht den Holzwürmern! Wir sind schon viel zu lange unter dem Gewicht der Unterdrückung durch die humanoide Rasse zerquetscht worden. Und unter dem Gewicht ihrer Schuhe. Wir wollen eine Veränderung. Und wir wollen sie jetzt. Okay. Kann es sein, dass ihr etwas aufgeregt seid? Aufgeregt? Aufgeregt? Rocky, denk an deinen Blutdruck. Komm schon, Rocky. Zeig ihm, was eine Hake ist. Jawohl, wirk ihm eine rein, die er sein Leben lang nicht vergisst. Gewalt ist niemals eine Lösung. Er hat recht, Rocky. Gib zuerst unserer Petition eine Chance, bevor wir härtere Maßnahmen ergreifen. Du hast recht, du hast recht. Du hast Glück gehabt, Kumpel. Genug geschwätzt. Was geht hier eigentlich vor? Nun, das hier ist eine Versammlung unserer extremistischen Untergrundbewegung. Und sie ist streng geheim. Wir diskutieren gerade unseren Platz in der Gesellschaft. Was macht ihr da? Nebenbei schnitzen wir außerdem Holzsouvenirs für Touristen. Möchtest du ein? Ich bin kein Tourist. Ich bin hier in geheimer Mission unterwegs. Du siehst aber nicht gerade danach aus. Nun, aber schließlich sind wir hier die verrücktesten Typen gewohnt. Möchtest du etwas Holzgeschnitztes? Na schön. Ich denke, eine Schnalle oder so etwas würde gut zu meinem Mantel passen. Du musst allerdings das Holz stellen. Das Zeug, das hier rumliegt, ist fürchterlich. Na. Ich sehe mal, was ich tun kann. Okay, also müssen wir hier wohl... Holzwürmer. Müssen wir hier wohl irgendwie Holz anschaffen, okay. Wo geht's hier weiter? Okay. Nein! Au! Was? Wer ist da? Es ist ein Junge! Was? Es ist ein Hund? Es war gleich etwas Hunger. Das sagte ich doch. Es ist ein Hund. Hm. Oh, Hunger. Wer ist da? Wer ist da? Es war bewusst ein Hunger, der sich ein Zauberer gezeigt. Hier ist ein Junge, der wie ein Zauberer gekleidet ist. Ein Junge? Wo? Ah, weißt du? Was? Was hast du gesagt? Das geht bestimmt noch ewig so weiter. Ich denke, wir sollten ihn aufessen. Hallo. Was willst du, Junge? Schaust in die falsche Richtung. Wirklich? Ja, wirklich. Besser so? Nun, es ist okay. Was willst du hier, Junge? Ihr habt nicht zufällig etwas Zaubertrank für mich? Wir sind gerade dabei, einen anzusetzen. Es ist ein Umfangsprozess. Wie bitte? Ich habe hier irgendwo einen besonders großen...
Hä? Man könnte. Die meisten schlucken sie aber lieber. Wovon zum Geier faselst du? Wovon sprichst du? Ist das wieder eine dieser altmodischen griechischen Legenden? Wir sind die drei Gewitterhexen. Wir sind berühmt, da eine von uns schlecht sieht, eine taub ist und eine keine Zähne hat. Ja. Würdet ihr bitte etwas deutlicher werden? Nun ja, die Hexerei ist heutzutage ein schweres Geschäft. Man muss sich schon irgendwas Besonderes einfallen lassen, wie dem auch sei. Warum hast du das Versteck der drei Gewitterhexen aufgesucht? Und falls dein Name Perseus ist, dann verschwinde wieder! Hier sind schon seit Jahren keine Gorgonen mehr aufgetaucht! Eieiei. Habt ihr irgendetwas, das mir bei meinem Kampf gegen Sordid helfen könnte? Sordid? Wer ist Sordid? Na, der Typ, der in dem Turm am Vulkan haust. Euer Nachbar sozusagen. Welcher Vulkan? Ja. Bist du blind? Vergiss die Frage. Du solltest dich jetzt besser verdrücken, Kleiner. Die drei Gewitterhexen sind momentan sehr beschäftigt. Okay. Wie kommt der Zaubertrank voran? Nicht sehr gut, fürchte ich. Unsere Gebrechen sind leider etwas hinderlich. Kann ich euch helfen? Nicht, solange du nicht Hexen oder Wunder vollbringen kannst. Adventure-Regel Nummer 287 sagt, wann immer du auf Hexen triffst, solltest du versuchen, einen magischen Trank von ihnen zu bekommen. Okay. Ich sollte besser überlegen, wie ich ihnen bei dem Zubereiten des Trankes helfen kann. Na gut. Hier können wir nichts mitnehmen, also wieder raus. Da gibt's nix, hier gibt's nix. Hol den Holz, wenn man warm war. Da sitzt die Katze. Hey, bleib hier! Okay. So, dunkler Wald. Goblinlager. Hier unten gibt's nichts mehr, dann gehen wir mal zur einsamen Hütte. Ach du Scheiße. Bin ich hier in eine Idiotenshow geplatzt oder was? Wer bist du? Da sitzt die Katze. Mein Name ist Simon, aber meine Freunde nennen mich Simon. Was willst du hier? Was hat es mit all den Sodaflaschen auf sich? Naja, in 2 Tagen trinkt man so einiges. Wir haben uns hier für dieses Wochenende getroffen, um Büros und Buchhalter zu spielen. Um was zu spielen? Das ist ein aufregendes Rollenspiel, das in einer Welt mit echter Industrie, Buchhaltern und Technik angesiedelt ist. Okay. Ist das so etwas wie Drachen und Trolle? Was soll das Besondere an Drachen und Trollen sein? Davon haben wir im echten Leben genug. In diesem Spiel trifft man auf DJs, Politikers und Arnold Schwarzeneggers. Wir sollten jetzt besser anfangen. Kann ich zuschauen? Klar, aber bitte stör uns nicht dabei, okay? Ja, schon gut. Okay, also schön. Okay. Hat jeder seinen Charakter ausgewürfelt? Jo. Dann sagt mir noch schnell, wer wen spielt. Meiner heißt Scott. Und ich muss ihn denn erst einmal fangen. Mein Charakter heißt Dave und ist ein Fußballfan 2. Stufe. Ich habe Rupert. Ein 6. Stufe Computerhacker. Soda? Ah. Ich habe auch einen Strohhalm aufgehoben. Noch mehr? Ja. Und ich spiele Nock. Und er ist Soldat auf der 9. Stufe. Alles klar. Weil ich habe bereits 3 Flaschen. Okay. Wir sind von einer kapitalistischen Regierung gefangen genommen und des Pinguinschmuggels angeklagt worden. Rückspiel. Genau. Okay. Ihr sitzt jetzt alle in einer Zelle und wartet auf eure Verhandlung. Na, der hebt alles auf. Was werdet ihr nun tun? Ich denke, wir sollten eine Demonstration abhalten. Lasst uns lieber erstmal einige Sixpacks weghauen und ein wenig randalieren. Ich nehme mein Modem und hänge mich über den nächsten CompuServe-Knoten in den Datenhighway. Wozu soll das gut sein? Keine Ahnung. Ich wollte nur mal hören, wie es klingt, wenn ich das sage. Ich schmiere mir Schlamm und Ruß ins Gesicht. Also,
Ich habe gehört, dass diese ganze Diskussion jetzt 10 Minuten gehen soll. Noch weder das eine noch das andere. Und die kapitalistischen Bullen haben Rupert sein Modem abgenommen. Freunde. So was Blödes. Wer macht mit bei der Demonstration? Wogegen sollen wir denn demonstrieren? Gegen unsere ungerechtfertigte Verhaftung natürlich. Wir könnten uns auch eine zünftige Straßenschlacht mit der Polizei liefern. Habe ich noch meinen Anorak? Ja. Gott sei Dank. Okay, Freunde, ich mache ja Schluss und... Ich versuche, die Gitterstäbe der Zellentür mit bloßen Händen aufzubiegen. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRW bei 18, adieu.